Ja, Gott. Ja, da hat sich sehr viel geändert. Das läuft jetzt. Das ist mein ganzes Inventar. Mit I und ist jetzt direkt ein Drop mehr oder minder. So. Also kann ich jetzt unendlich Zeug mittragen oder wie? Nee, das ist jetzt auf Gewicht begrenzt. Und ja, stimmt. Bei mir sind das 80 Kilo, aber du kannst mehr tragen als vorher, finde ich. Im Großen und Ganzen. Ja, aber wie soll ich denn dann aussortieren zum Beispiel? Wenn ich nicht mal aufs Inventar zugreifen kann, kann ich ja keine Munition rausschmeißen. Doch, kannst du. Du musst dann oben, du musst dann gucken, wenn du ins Inventar gehst. Hast du oben bei Y und C, da hast du... Ah, da. Und links ist dann jetzt dein Inventar und rechts ist zum Beispiel die Kiste. Aber was ich jetzt gut finde, muss ich sagen, ist, du hast jetzt genau, siehst genau, wie viel Schuss du jetzt von was dabei hast. Du musst nicht mal alles zu sortieren. Jetzt habe ich 8 Rauchgeschosse dabei. Wen interessiert der Scheiß? Weg. Bei welchem Punkt sind wir denn eigentlich gerade? Bei welchem Lager? Fragst mich doch. Hey. War man. Nee, ist denn Mira Berge zu mir im Moment nicht wohl gewesen. Ah, okay, die sind alle drinnen eingebaut, okay. Also 3 Fässer hier. Gasfabrik, unbekanntes Flugobjekt und Mut, Kraft und Zähigkeit. Was für eine Kraft? Mut, Kraft und Zähigkeit. Ach so, okay. Wir haben ja auch noch viele neue Missionen, die wir wieder machen können, ne? Und ein paar von den Hauptmissionen fehlen ja auch noch. Hey, hey. Da war eine Belly in der Camp zu sehen. Also. Dann von mir auf jeden Fall schon mal Hallo. Also. Wer hier im Chat ist oder auf Twitch zuschaut. Ich kann keinen Chat lesen. Das heißt, es müssten die Leute dann im Discord in der Pesthalle schreiben. Oder ich teile es dir akustisch mit, weil bei mir geht er im Moment. Ja, bei mir funktioniert er auch. Aber ist halt im Moment ein globales Problem. Das hat irgendwie im Moment jeder. Bea schreibt mir, dafür ist ein Moderator im Chat. Okay. Und da war eine Belly in der Kamera. Nochmal, mit blauem Haar. Ja, Belly hat sich die Haare blau gemacht. Ja, ja, da hat sie ja ein Foto von hochgeladen. Also ich finde, es sieht gut aus. Ja. Habt ihr eigentlich mein Foto auch gesehen? In einem Kunstkanal, was ich heute eine Stunde lang getan habe. Ja, mit deinem Kabelmanagement. Achso, ja, ja. Furchtbar. Ach, Kabelmanagement, haltet ab! Aber jetzt reiße ich dann nicht immer wieder an den Kabeln rum. Auf Spieler fokussieren. Ja, aber ich will aber die anderen Spieler mal finden. Ich gucke hier über die Karte und sehe euch nicht. Das ist wie Minesweeper spielen. Wir sind Unterschlupfkirche Abley. Abley, das war recht weit oben, ne, glaube ich. Das war fast ganz oben sogar. Kirche von, ja, okay. Bin da, also gleich. So. Aber ich muss wirklich sagen, in dem neuen Update, ich habe mir ja schon noch mal ein bisschen was angeguckt. Also, so der erste und der zweite Inselabschnitt sehen jetzt insgesamt wesentlich besser aus. Also, das war ein richtiger Quantensprung. Wie gesagt, die Häuser viel, viel unterschiedlicher und Environmental Storytelling ist mehr. Es kommt dir mehr vor wie eine Invasion der Roboter. Und es gibt ja jetzt dieses neue Crafting-Element. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, die Kirche hat natürlich kein Ding. Du hast, glaube ich, den falschen Charakter, Osl. Was? Ich habe den falschen Charakter? Ich habe doch vorhin extra nochmal gewechselt. Das heißt, ich bin jetzt die Dame im Moment. Ja. Ach nee, komm, das gibt's doch nicht. Ach, okay, warte mal. Natürlich, das ist so schon. Da musst du das Mu wahrscheinlich gleich nochmal eine Einladung schicken, außer ich kann so irgendwie joinen. Weißt du, ich hätte ja extra noch gedingselt. Ach, der Smoother ist so schnell bei Einladung schicken, ne? Natürlich. Das soll ja mal funktionieren hier. Und ich muss aber sagen, jetzt mit dem neuen Inventar und so weiter, du musst dir endlich keine Sorgen mehr machen darum, dass dir halt die Munition ausgeht oder sowas, weil du einfach genug mitschleppen kannst. Das finde ich dann so für sich gesehen auch recht lustig. Meine Waffe ist weg. Ach so, ja, guckt mal, ob ihr mit euren Waffen schießen könnt oder so, ob das funktioniert. Denn wenn nicht, müsst ihr die erst nochmal ablegen und dann wieder aufnehmen. Mach ich jetzt mal vorsorglich. Hä? Was denn? Was denn? Weil ich hatte den Bug, ich konnte nicht mehr schießen, nicht auf die Waffen wechseln und gar nichts. Und ja. So, Flintenschock wieder drauf. Kann ich, nee, die teste ich nicht. Geht auch. Okay, sehr schön. Sind wir destruktiv nicht eingeschränkt? So, okay. Automatisch. Machen wir wieder. Geht auch.
Smu hat alles durchprobiert. So. Ich muss mir überlegen, ob ich nicht wieder die Sniper mitnehme. Ja, Belly, der Chat läuft heute am besten über Discord. Mhm. Osseldingselt, ja. Osseldingselt. Also wie den Chat sehe ich dann aber nicht, weil ich Discord nicht aufhabe. Okay, mein Mündungsaufsatz bei der Pistole ist verschwunden. Egal, findet man auch wieder irgendwann, ne? Also das Magazin ist noch da. So. Wie viel Schuss habe ich denn dabei? Automatgewehr 1300. Und Schrotflinte über 300 Schuss. Und das war, glaube ich, Dings, ja. Über 300 Postenmunition, ein bisschen Vogeldunst, ein bisschen Flintenlauf. Wie ist das Gewicht denn insgesamt? Ach Gott, ich habe noch Platz, komm, da hole ich extra noch ein bisschen raus. Ah, die Rauchgeschosse. So, dann nehme ich noch ein bisschen Vogeldunst mit, ne? Ach komm, Flintenlauf kannst du komplett mitnehmen. Und Vogeldunst. Ich find's jetzt gut, dass du jetzt halt auch die Items teilen kannst und so, ne? Das ging halt vorher nicht. So. Aber ich muss sagen, leistungstechnisch hat sich durch den Patch, glaube ich, nichts großartig verändert. Läuft in etwa wie vorher. Boah, Smu hier mit deinem Riesengerät. Ich nehme jetzt einfach mal alle grüne Munition mit, die ich habe. Hm. Ja, ich bin zeitweise mit meinem zweiten Charakter mit 8000 Schuss rumgelaufen für die Maschinenpistole. Aber das war halt dann doch zu viel, also das habe ich dann auch wieder abgebaut. Und... Ach, die Munition auswählen ist jetzt... Was wichtig ist für, wenn ihr das Crafting benutzen wollt, wobei das Crafting, es ist nicht so wirksam, ist im Moment nur für die Klamotten und naja, kannst du dir halt die Munis drauf trackern. Wow. Nehmt vielleicht so Schalldämpfer und sowas mit, weil daraus kriegt ihr Gummi und Gummi ist recht selten. Das kann ich schon sagen, ja. Ich glaube, wir werden es aber nicht so exzessiv mehr spielen, weil wir waren ja schon eigentlich am Ende. Ja. Wir machen jetzt noch ein paar Erforschungen. Aber es gibt noch viel auf der Insel, was wir machen jetzt noch ein paar Erforschungen heute. Weil wir wollten ja die große Stadt erkunden. Ja, und die Mission, die wir halt noch haben, würde ich sagen. Wir haben noch drei Missionen. Wir haben doch mehr als drei. Unbekanntes Flugobjekt. Oh. Ja, ich habe hier im Lockup nur drei Missionen noch stehen. Nebenmissionen gar keine und drei noch die Gasfabrik, unbekannte Flugobjekte, Mut, Kraft und Zähigkeit. Ich habe gesehen, wie ich auch unterwegs war, habe ich unten bei Asö habe ich sogar noch eine Mission. Also da müsste ich dann später nochmal gucken, ob das irgendwas freischaltet und bei Stehnungsnäs, wo das vergast aus war. Okay, aber. Also, wir könnten zu dem Unterschlupf-Kommandobunker Marden reisen. Das ist gleich drüber. Ja. Die Mut, Kraft und Zähigkeit. Mut, Kraft und Zähigkeit. Marden. Memories. Englisches Wort für. Naja. Marden. Wo liegt denn das? Warum sind meine Haare lustig? Was war denn? Vielleicht trägst du noch Erdnussbutter vom Frühstück drin rum. Unbekannte Flugobjekte. Gasfabrik. Ah, ja, ich sehe euch. Okay. Da mache ich dann einfach mal den Mitläufer. Ja, Gummi als Material ist recht selten. Habe ich bisher wirklich entweder nur als Boss-Drop gekriegt, also so Mini-Boss, so ein Rivale, ne? Oder halt, wenn ich hier Schalldämpfer und so auseinandergenommen habe. Und hier drin ist jetzt... Sag mal, hier drin ist auch kein Crafting, das ist aber seltsam. Haben sie das noch vergessen, weil sonst habe ich fast überall so eine Nähmaschine stehen und so. Weil ich denke mal, bestellen können wir das nicht einfach aus dem Quellekatalog. Die Post liefert hier nicht mehr. Was wollen denn die in einem Bunker mit einer Nähmaschine? Ja. Oh, ich höre so ein Radarbot. Der fliegt da oben auf dem Dach rum. Ach, guck mal. Geht's schon los, ne? Ich hab kein Gefühl. Bei mir sind die Sachen aus dem Streamer-Mode. Streamer-Mode. Da, die geben Stahl. Und wo kann ich jetzt alles auf einmal nehmen? Ach, da. Alles nehmen. Unten Mitte. Jetzt muss ich aber mal gucken, wie habe ich meine Schnellleiste besetzt? Ah, gut. Da würde ich gerne ein bisschen was ändern. Was ist mit dem Loop doof? Irgend. Ja, man muss sich auf jeden Fall umgewöhnen. Zwei Streber gefunden. Geht mit dem Viech, dass das einfach um uns rumrennt. Hat sich bei der Treibjagd verlaufen.
So viel Schrotzen, Muni. Ich wollte... Schön. Schön. Ja. Tröd. Oh, da ist noch ein Hund mit bei. Ja, gut. Nicht nur ein Hund. Ah, was? Noch mehr? Ja, ein... Zweibeinige. Okay. Jungs! Kannst du mal stehen bleiben? Ich weiß, das wird's ja zu leicht machen. Smu, warst du das? Nein. Oh, das war Smu. Nein, das gerade eben nicht. Das war ich. Einmal! Ja! Zweimal! Gehört! Und ein drittes Mal nur, wenn er hübsch ist. So. Lebstoff und Vollmantelmuni, ja? Also wirklich mit 9mm und der grünen Muni wird man jetzt auch ein bisschen zugeschissen. Was mir aber gerade noch einfällt, Smooth, du müsstest vielleicht die Schwierigkeit eine Stufe hochstellen, wenn es so sein soll wie bisher. Weil ich glaube, die Schwierigkeit ist jetzt nicht so wild, Ossel. Ja, die Voreinstellung, die war irgendwie auf Abenteurer und das, was wir vorher hatten, war etwa eine Stufe höher. Vom Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, es ist ja wahrscheinlich heute dann auch der letzte Abend, ne? Also. Thomas Pascal, ich mache auf jeden Fall noch weiter, weil ich habe immer noch nicht auf den Preis gesehen. Und da gibt's ja auch noch das DLC. 10 Rollen für 2 Euro. Muss ich jetzt noch was dazu sagen? Nö. Klopapier! Solche? Ja. Heilung. Bitte. Bitteschön. Achso, ja, wenn du noch hast, solche, ich könnte auch noch gebrauchen. Aber nur so ein bisschen. Der eine Zehennagel steht ab. Dankeschön. Jetzt noch ein bisschen Fungizid ranzufahren und dann ist gut. Militärbereichskommandeur. Und das kriegt man für was? Für 500 Kills oder wie? Oder für Sicherstellen von Klopapier? Der Kommandant verrät uns nicht, Smu. Nee. Was? Warum man Militärbereichskommandeur wird. Keine Ahnung. Es ist dein Titel. Du musst doch wissen, was du gemacht hast. Vielleicht bin ich oft genug gestorben. Nee, ich glaube, dafür kriegt man keine Belohnung. Solche sieht's doch normal aus. Das letzte hat er noch den roten Flecktarn an und jetzt hat... Hm. Ja, vor allem Smu hat immer noch nicht den Irokesen, ne? Muss ja auch noch. Oh, und es gibt ein... so nachts gibt's ein paar unterschiedliche Geräusche. Manchmal auch ein bisschen unheimlich. Ah, da unten, da kommen unsere Ziele. Juhu. Beziehungsweise sie kommen nicht, wir kommen auf sie zu. Und dann spielen wir mit ihnen blinde Kuh, also da wo es ballert, müssen sie hingehen. Na, kann man jetzt wieder Radical abgehen oder sind die nicht so? Keine Ahnung. Ach, der Küstenjägertrupp ist das, okay. Hoffentlich haben sie eine Küste gefunden, da unten brennt was. Ah, Roboter. Ach, komm. Nee, waren wir da schon mal oder waren wir da noch nicht? Ich bin mir nicht sicher. Das arme Tier. Oh, da stehen noch welche. Mensch, das sind ja Maschinen. Weil vielleicht haben die da Hundegehirne irgendwie digitalisiert oder so, wer weiß. Hey, hier ist eine Leiche. Hochexplosives Mehrzweckgeschoss und 556mm Muni. Juhu. Ja, komm, hier das erste Hilfeset. Wieder viel Schrot. Hast du auch das Korn dazu? Ah, das wird alles mitgenommen. Wir verschwenden ja nix. So, Flintenlauf-Muni, ja. Also wirklich, dieser Bergen-Perk, der ist... Oh, hier liegt sogar noch eine Waffe rum. Was ist das für eine? Waffen kann man übrigens auch auseinanderbauen. Ein Automatgewehr 5, Stufe 3. Okay, wird zerlegt. Brauche ich nicht. Mach meinen Flaschenöffner draus. Wer ist Stufe 4? Ne, 5. Guten Tag. What? Achso, ihr seid schon am Tor. Nein, ich glaube nicht. Ich war erst in der abgeschlossenen Hütte. Ich bin am Tor, sorry. Smu immer mit seinem dicken Wumser. Ja. Warum muss ich gerade an die Szene von Predator denken, wo der eine die Minigun aufhebt und dann einfach reinfeuert in den Dschungel, dann kommen alle anderen und schießen auch einfach mit. So, ja. Ja, aber ihr könnt ja recht haben. Ah ja. Wenn er auf was schießt, dann wird da bestimmt was gewesen sein, ne? Ach, wisst ihr, was lustig ist? Diese Medikits und so weiter, die sind genauso schwer wie die Haarklammern. Und wiegen eigentlich kaum was. Es sind ja an sich immer einfach bloß Stofffetzen. Ja.
Pflaster. Drin hat's grumst. Kugeldunstmuni, also ich find jetzt so viel Munition. It's nice. Tag bald mein eigenes Gewicht in Patronen. Da drin, ach ja, da halt noch der Dicke. Ach gut, noch panzerbrechende 556 mm Muni. That's nice. So, ja, das war jetzt mal ein radikaler Überfall. Ne? Ich war eben schon hier drin. Was war ich denn? Ich war. Boing. Stimmt, solche kann ich jetzt auch. Und ich werde es auch bald können. Jo, wegen den Bergen. Da kannst du in den Bergen Munition bergen. Wo war das Bergen? Hier, Bergen. Du müsstest Schloss knacken schon können. Natürlich kann. Ja, wahrscheinlich. Ich muss mal gucken, ja. Und Bergen habe ich erst Stufe 1, das machen wir noch auf Stufe 2. Und dann ist alles in Butter. Eine Möller-PP Stufe 4 wird verwurstelt. Ich habe mal einen Wegpunkt gesetzt für die zweite Mission. Für die zweite Mission. Das da unten. Das Gasfabrik. Das da unten? Gasfabrik. Hm, das ist jetzt so im Zusammenhang ein bisschen schwierig. Gasfabrik. So, er will es verfolgen jetzt. Okay. Wo? Und da wäre auch wieder der Martenbunker, ja. Oder soll man zu Fuß gehen? Mir ist egal. Ah ja, die paar Meter. Ab durch die Hecke! Da hat Tracer wieder sein Cardio-Training! Naja, das geht zum Beispiel in GTA nicht. Dass du durch die Hecke gehst? Ach stimmt, ja, da gibt's ja halt diese knallharten Hecken, ne? So wie bei Just Cause, jeder kleine Zaun und sowas. Ja. Also, erst. Wie war das? Ab durch die Hecke. Dann spielt Miss Oslo was Eichhörnchen, oder? Eichhörnchen sind cool. Ich heiße dann Ratatoska. Ja, aber trinkt Ossel denn. Dem darfst du keinen Energy-Drink geben, das kannst du vergessen. Nee, ich nehme Kaffee. Die Betonhecken, ja genau, Belly. Ich fress rohes Koffein. Ich habe so einen Koffeinball dabei, da nag ich dann immer dran. Moment, ich muss irgendwie mal gucken, dass ich hier jetzt das Disco ist doch so reintrinken hier. Habe ich dann hier drei Chats offen. Eieiei. Den Twitch-Chat, meinen Chat und Discord jetzt noch hier drüber. Und dann hört er nebenbei noch Chad Atkins. So. Ah, guck mal, da drüben, da sind Stromleitungen und so. Ui. Ui, ist da was? Du bist abgedreht? Achso, da geht's runter. Naja, wolltest heute keinen Faceplant mehr machen, ne? Nee, aber da ist ein Bunker, ne? Unser Kommandobunker, Marden. Hm. Marden. Wieder. Da drin klackert was. Oder, da, das heißt, da rennt noch was rum. You gonna die? Die with your boots on if you gonna die? Eine. Oh, der steht genau im Winkel. Musste das jetzt so sein, ne? Da will ich sterben. Jetzt kann man den Ludolf sagen, wir haben einen neuen Blinker. Ja, Stahl kannst du mitnehmen, Teilmantelmuni nicht. Teilmantelmuni ist die Muni, die im Regen nass wird, glaube ich. Teilmantelmuni. Ja. Solche? Total zu vernachlässigen, die Beute. Ja. Beer, please. Was? Beer, please. Wetten, der. Ich bin doch hier, was brauchst du denn? Der phänomenale Rückstoß seiner Waffe hat zu ihm an die Nase geschlagen, deswegen braucht er jetzt irgendwie so eine Richt. Das sieht man ja, hat ganz blaue Augen. Ein Richtgestell. Du wirst lachen. Weißt du, was bei uns ein Grundsatz war? Woran erkennt man, dass einer mit dem G3 noch ausgebildet wurde? Wegen den Ringen um die Augen oder was? Wegen der Falsche. Und der Platzwunde am Kopf. Weil die zum meisten zu doof waren, ums Gewehr richtig festzuhalten. Hm. Ich hab mir sagen lassen, es gibt viele, die unterschätzen das auch gleich erstmal, wie viel Rückstoß da aus manchen Waffen rauskommt. Ja, beim G3 soll das recht stark gewesen sein. Dafür beim M16 gar nicht. Beim G36 hast du auch so gut wie keinen Rückstoß mehr. So einen Rückstoßdämpfer bräuchte ich fürs Niesen. Aber G36 ist eine Plastikwaffe. Mit dem G3 bist du wenigstens noch durch einen Baum durchgekommen. Mit dem G36 kommst du nicht mal durch eine Pfütze durch. Was für...
Okay, ganz so schlecht ist das G36 jetzt auch nicht, aber... Na, wenigstens schaut es ein bisschen futuristischer aus. Ich hatte es gern bei Operation Flashpoint genommen. Aber es war dann auch, glaube ich, von Spielern gemoddet. Oder ich bin mir nicht mehr sicher, bei dem Spiel gab es so viel, was dann als Mod noch dazu kam. Da hatten wir hunderte unterschiedliche Flugzeuge und so hatten wir noch eingebaut. Und haben die dann immer gegeneinander ausprobiert. Achtung, da geht's runter. Ja, ja. Der Abwärtstrend. Rund im Tal, ja, da ist das kleine Seucheli. Holderito! Alter! Ja? Ich bin gerade über einen Stein gestolpert, hat mich gleich mal 40 Lebenspunkte gekostet. Ja, das passiert manchmal, das hatte ich das letzte Mal auch. Alter Schwede. Da bin ich eigentlich sauber den Abhang runter, ne, aber bin dann unten angekommen, bumm, umgefallen. Yay. Und ich brauche Seuche. Heilung! Ich bin noch mal über den Stein gestolpert. Kannst du mir mal bitte hier den abgebrochenen Zeh mal wieder richten? Ja, genau. Danke, lieben. Oh, da vorne ist, blau. Da blinkt was. Hm. Oh, aber hier, oh, Winterwald, ich bin schon wieder geil drauf, also. Koffeinball, ja, Bier. Ja, bei uns waren heute die Dächer alle wieder weiß. Ja, ihr habt's Glück gepachtet. Ja, wir sind auch nah an den Bergen, was willst du denn, Ossel? Ja, ihr seid über den Bergen. Ach, alles liegt vorne und eine Kiste hinten. Und oh, Vollmantelmuni nehme ich gerne mit. Auch wenn es ein Kaliber ist, das der Racer nicht benutzt, ne? Aber ja. Irgendwer bestimmt irgendwann. Und hier ist irgendwie was. Sieht cool aus. Munition. Ach komm, nimm mit. Da. Hm, was sieht cool aus? Das ist da drin. Die Funkanlage. Ach so? Da bin ich gerade voll dran vorbeigerannt. Gibt's da am größten Auto läuft er wieder dran vorbei, ne? Ich habe die Kisten gesehen und hab mir gedacht, oh, die Kisten sind ja scheiße langweilig. Aber sie haben halt mit ein bisschen Loot gelockt. Irgendwas drin? Ah ja. Oh, ich hab jetzt eine goldene. Eine goldene was? Goldene was? Hals. Ach, die goldene Halskette. Goldkitchen. Und jetzt finde ich hier die ganze Zeit Vogeldunstmuni, aber ich habe hier noch keinen gedunstenden Vogel gesehen. Jeanshose dunkelblau. Jetzt hast du doch langsam genug, um uns mal eine Modenschau zu machen, oder? Kannst du so rumballern. Oh, und 4 Zwirren. Die ersten Zwirren von Racer. Metalhead, strahlend rot. Hey, hatte ich noch nicht. Cool. Allerdings... Wind und Polunder Graub. Viel Spaß damit. Das solche da, der scoutet schon. Oh, da höre ich auch einen Großen irgendwo. Ich höre hier irgendwas Schweres. Ja. Da ist er. Ah ja, der läuft da hinten am Ufer rum. Sieht interessant aus hier, ne? Soll man ihn holen? Ja. Ich meine, warum nicht, ne? Südost ist ein Zweibeiner, ein, Also hier unten im Tal sind jede Menge Hunde. Ab in den Zwinger! Zwei Zweibeiner sehe ich. Man müsste markieren können. Das wäre cool. Oh, also, das sind mehrere. Raus. Ja, ja, wo seid ihr denn? Hunde, na, dann über euch. Legen mal los, Smoo. Eröffne mal den Tanz. Ich dachte, der Smoo wär fürs Chaos zuständig. Radical! Schau mal. Oh Mist, das ist so einer mit so einem Granatenwerfer. Muss das sein? Wohin kommt bin ich? Ach, der hat ein P90. Hallo! Gut. Aber. Ach, der Dicke? Der Große hat sich bisher noch nicht bewegt. Ah, irgendwie nicht so. Den hat das bestimmt noch nicht interessiert. Seine Kameraden hier einfach umfallen. Kann man hier aufmachen? Vielleicht ist sein Modem kaputt. Auf 556 panzerbrechende Muni. No. Ach so, ja, looten. Ja, sollte man auch, ne? Looten sollte ich auch mal, ja. Mal gucken, ob sie immer noch wegfliegen oder nicht, ne? Ah, ich habe wieder einen Restlichtverstärker gekriegt. Den kann man sicher auch zerlegen. Es gibt auch neue Items. Ich bin gespannt, wenn der solche mal eine Feuerwerksbatterie findet. Hallo, looten. Und hier haben wir... Ach, wie viel Gewicht hat... Oh, es wird aber ganz schnell viel mehr. Also ich komme damit super klar. Ich habe schon 58 Kilo dabei. Ja, ich bin bei 66, aber das hat noch Reserven. Wenn du ja Tragelast gelevelt hast, kannst du ja 80. Also vielleicht kann ich da in Zukunft auch ein Granatgewehr noch mit rumschleppen.
Hier drin ist wieder nichts. Solche? Ich komme ja gerade mal zu dir. Ich habe was für dich. Ich schmeiße es hier auf den Boden. Moment, da kann ich gleich mitmachen. Ach. Das hier kann... Gegenstand ablegen. Gegenstand ablegen. Gegenstand ablegen. Ah, hinten laufen Munition. Das kann ich auch wegnehmen. Da kommt ein Hund von hinten. Ja, sie gehen jetzt vorbei. Genau, glaube ich, habe ich auch noch Muni dabei. Ja, panzerbrechende Scharfschützen-Munition. Ja, die 762er. Feuerwehr. Fehler 404, Text nicht gefunden. Ja, liebe Leute, da haben wir mal wieder ein Endscreen. Wir sind jetzt bei einer neuen Aufnahmesitzung. Ihr erinnert euch vielleicht, in der letzten Folge hatten wir das Vergnügen, mehr oder minder quasi den Endgegner zu erledigen und dann einfach in einen komischen schwarzen Outro-Bildschirm zu kommen. Also, wir haben da ja angeblich da die Bombe gelegt und so weiter, und dieser von Ulmer, der ja quasi in FNIX integriert wurde, der ist dann wohl mitten in die Luft gegangen, hat aber gemeint, wir sollten uns retten und wir wären von den anderen geschickt worden, die Regierung, schätze ich mal. Ach, keine Ahnung, da ist ein bisschen großer Kuddelmuddel, der sich mir noch nicht ganz genau erschließt. Wir haben jetzt gesagt, wir machen einfach noch ein bisschen weiter. Drei Missionen standen ja noch als offen im Logbuch. Und vielleicht bringt ja die ein oder andere von denen noch eine weitere mit sich, dann schauen wir uns das halt auch noch an. Aber ihr habt ja solche gehört, vermutlich wird es nicht mehr allzu lange gehen, das Projekt. Aber ich lasse das einfach mal offen, weil mich würde ja auch mal reizen, einen Vergleich zu machen, wie war es damals, wie sieht es heute aus, ne? Das mache ich dann aber mal ganz spontan aus dem Bauch raus. Jetzt sage ich erstmal wieder vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Denkt auch ans Kommentieren und Daumieren. Ich freue mich ja auch über jede Kritik, wenn sie konstruktiv ist, natürlich umso mehr, ne? Und dann sage ich mal, macht's gut, habt noch einen schönen Tag. Und bis bald!